Ja, hallo, guten Tag, liebe Leute. Ich spiele mal wieder ein bisschen World of Tanks und ich muss euch einfach, ich habe gerade eben, bin gerade aus der Runde raus, ich muss euch diese einfach zeigen. Ihr seht wieder, wie immer, ihr seht unten, ich spiele das mit dem Jagdpanther, mit dem wir hier sind, Stufe 7er, Panzerjäger, Deutschen. Insanes Gerät. Mit Ansetzer, Richtantrieb und Lüftung spielen wir den hier, komplett ohne Gold, wie immer. Und wir haben sogar eine Ansetzer-Direktive drin, sehe ich gerade. Das war mir gar nicht bewusst in dem Game. Egal. Wir haben hier ein ziemlich geiles Matchmaking, wenig Stufe 8er. Auf Stufe 7 ist der Jagdpanther in. Übelstes Monster. Der hat eine DPM jenseits von Gut und Böse. Und das werde ich hier auch gleich sehen. Ich denke mir hier erstmal, okay, Karte ist sicherer Hafen, nennt sich das auf Deutsch. Habe ich mir so gedacht, ja, ich will schon eigentlich ein bisschen unentdeckt bleiben. So geile Panzerung hat das Ding nicht. Deswegen fahren wir hier nach oben zu dem Mediums- bzw. Panzerjägerflanke. Die Heavys tummeln sich normalerweise eher so hier, ne, in dem ganzen Gebäudekram. Dachten so, okay, fahre ich mal hier in die Richtung. Bin ein bisschen langsamer als die Mediums. Ist ein bisschen ein Problem. Ich wäre liebend schnell sehr weit oben gewesen. Ich bin so, Typ 64, du bist doch dort einschießbar oder zumindest fast einschießbar. Deswegen biege ich hier ab und guck mal ein bisschen auf die Mitte. Also wir haben ja auch Stufe 6er dabei. Das ist halt völlig irre. 300 Alpha, Pi mal Daumen. Na? Ja, also hier seht ihr 320 Alpha sogar. Und der Typ 64 fährt zurück. Grober Fehler, grober Fehler. Bam! 320. Drin. So, und jetzt bin ich hier gerade zurück, von mir so. Also, ich fahre hier gerade zurück, weil ich mir dachte, okay, das war der einzige Schuss, den ich hier krieg. Und jetzt, wo unser Leiter drauf geht, ich mir so, da ist ja noch ein VK in der Mitte. Moment, was macht der VK in der Mitte? Fahr wieder zurück, wieder hinstellen, wieder schießen. Weil der steht einfach mitten auf dem Feld. Der bleibt stehen, Blind Shot, rein da. Nächster Shot. Wir sind bei 600 Damage, ja? Unser P43 ist mitten raus. So, okay, alles gut gelaufen. Jetzt komm mal ein bisschen wieder Ruhe rein, erstmal. Da bin ich so, okay. Vielleicht bleibe ich lieber kurz hier stehen, weil ich habe das Gefühl, die Leute jodeln hier hart rein. Guck gerade, ob ich mich irgendwie anders positionieren will, ob ich vielleicht doch lieber hochfahren will. Also, jetzt hier, ne? Indienpanzer geht auf. Ich bin so, okay. T-150 geht auf. Okay, dann T-150 rein da. Nächster Schuss. Die Kanone ist so unglaublich gemacht. So einen guten Durchschlag, so eine gute Einziehzeit und so eine gute Nachladezeit. Das ist einfach nur irre, wie viel Damage die raushaut, ne? Das ist einfach, die kann halt einfach alles. Das Einzige, was der Panzer nicht kann, ist richtig gut tanken. Wobei gegen Stufe 7 kannst du schon mal, ne, durch das geschrägte Front, kannst du schon mal ein bisschen was abprallen lassen. Aber das ist einfach Wahnsinn, wie viel Damage du hier farmen kannst. Okay. Leider unser Mate draufgegangen. Hier habe ich einen Pixelshot versucht, hat nicht geklappt. Indienpanzer, will jetzt weiter vorfahren. Nice. Danke, Indienpanzer. Richtig gut. Spendest schön rein. Eben ihm dem, er nimmt unseren P43 raus. Blöd gelaufen. Hätten wir mit dem ersten Schuss ein bisschen gewartet, hätten wir ihn wahrscheinlich killen können. Aber hier, Pixelshot. Genau drüber. Indienpanzer raus. Nice. Nächster. Wer will noch? Kommt schon, kommt ran. Aber jetzt ist so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich mir denke, ja, okay, hier wird ja wohl nicht noch mehr pushen. Wir müssen also den HP hinterherfahren, der Gegner. Weil der T-150 steht da oben, der wird schon von unseren Mediums eingeschossen und abgefarmt. Die beiden Heavys in dem Durchfahrt sind ziemlich down. Da können wir leider nicht reingucken. Da würde ich lieben gerne reingucken, kommen aber nicht dazu. Ja, was bleibt uns noch übrig? Also wir können nur vorwärts fahren und schauen, dass wir noch was abkriegen. Insgesamt steht 6,5 HP, knapp 1000 auf unserer Seite, 800 auf unserer Seite. Also es ist noch hier einiges drin. Wir sind bei 1200 Damage, plus ein Blind Shot. Beziehungsweise plus zwei Blind Shots, der Killing Shot irgendwie 170, kommt ja auch noch oben drauf. So, und jetzt geht's rund. Also wirklich, jetzt geht's richtig rund. Das Ding, wenn du einfach vor Stufe 6 und 7 stehen kannst, hast du so viel DPM, das ist nicht mehr nett. Ne, ich fahre jetzt hier vor, ich guck schon, Chiri Pudel, wen kriege ich zuerst? Aber der Chiri fährt weg von mir, der Pudel nicht. Der will sich mit meinen Mediums anlegen. Ich bin einfach gerade drüber gefahren. Hier, bam, drin, Pudel, dann. So. Nächster. Chiri war als nächstes mein Ziel. Deswegen, hier runter, let's go Richtung Chiri. Und da steht noch eine FV vor mir. Lul. Da seht ihr übrigens, die Einziehzeit ist insane kurz von dem Ding. Also der hat irgendwie unter 2 Sekunden Einziehzeit. Super geil. Dann Bewegung, kurz anhalten, aim, schießen, ist richtig genau. So, wir sind bei 1700 Damage. Wir haben aber noch 5 Gegner im Team. 5 fucking Gegner. Wo sind die wohl? Könnte man sich jetzt vielleicht schon denken. Ich will eigentlich zu dem Chiri. Ich suche, wo der hingefahren ist. Ich dachte, der ist vielleicht ein bisschen zurückgefahren. Aber der ist wohl komplett woanders hingefahren. So, jetzt mache ich den E-Mail auf. Okay, fuck, ich bin offen, denke ich mir so. Okay, dann muss ich mich ein bisschen schützen, weil ich kann mich nicht von 3 Leuten einschießen lassen. Ich wollte eigentlich zum Chiri. Blöd.
Aber auf der anderen Seite, der Jagdpanther und der Emil, die kriegen da oben gerade richtig auf den Sack von unseren Leuten. Okay, dann fahren wir hier hin. Von hier aus können wir beschießen. Emil, Ziel Nummer 1. Weil der kann Haldorn spielen. Ruf da. Und jetzt, die stehen halt einfach nur vor meiner Kanone. Also jetzt, jetzt kommt nur noch Peng, 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 Peng. Alles rein. Alles, was geht. Immer wieder. Und das zeigt mir auch immer ein bisschen schön die Seite vom Turm. Die treffe ich natürlich auch easy peasy mit so einer genauen Kanone. Da kommt noch der knallige Jagdpanther, der hat auch noch Bock. Hier, kriegst auch noch eine, bitteschön. Nice. 3000 Damage. Bam. Fertig. So schnell kann das gehen. Der Jagdpanther steht immer noch dort. Kann ich immer noch einschießen. Kurz eingezielt, Snack, raus. Easy peasy, weggesnackt. So, jetzt haben wir hier noch einen Chiri, der unseren A44 gerade seinen Clip gegeben hat. Der ist nicht One-Shot, aber wir können ihn mal schön in eine komplette Kugel reinsetzen. Ich bin übrigens auch gerade dabei, versuche den ein bisschen nebenbei zu marken, wenn ich immer spiele, aber den habe ich einfach nur behalten aus Spaß, weil der einfach so viel Spaß macht. So, hier nochmal. 272, leider ein Low-Roll. A44 mit draußen. Hier war ich schon, what the fuck, 3400 Damage plus die zwei Blindschuss. Wir sind hier bei über 3600 Damage. Und dann habe ich das realisiert, da ist ja noch ein Emil, deswegen bin ich hier so spät losgefahren, aber long story short, den Emil kriegt man nicht mehr. Der wird einfach nur vom A44 rauskommen. Aber wie viel Damage ich hier gemacht habe. Ich habe einfach so hart gecarried. Das sind 3800 Damage. Logischerweise ein Panzerass, Unterstützer, Großkaliber, Panzermeisterschütze. Alles drin. Alles drin. Also dieser Jagdpanther gegen Stufe 7 oder Stufe 6 im Matchmaking ist der insane. Und der ist immer noch geil gegen Stufe 8. Dann muss man halt sich nur ein bisschen mehr verstecken. Ich habe hier keinen einzigen... Doch, ich habe einen Return-Shot von der FV gekriegt. Aber ich habe fast keinen Damage gekriegt und habe komplett rasiert. Wahnsinn. Also das Ding macht so Spaß. So Spaß. Ja. Und wenn ihr dann mal sehen wollt, wie ich salzig bin, weil das hier war gerade ein Entspannungszock am Abend, guckt mal auf Twitch vorbei. Da bin ich immer Samstag, Sonntag, Vormittag online. Am Livestream jetzt mit World of Tanks aktuell. Könnt ihr reinschauen. Ansonsten lasst ein Like da, Glocke aktivieren, abonnieren. Ich werde wahrscheinlich ein paar von diesen Replays machen. Ich habe noch ein paar auf der Kante, weil die sich immer mal ergeben. In diesem Sinne bin ich raus. Dankeschön, bis bald. Wir sehen uns.